Ihr lieben Leute von heute, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Ranch Simulator, vom meiner Meinung nach momentan besten Simulator, den es gibt. Natürlich, Leute, es ist natürlich so, also, dass der Landwirtschaftssimulator 25 dann der beste sein wird, den ich mir dann auch bald zulege, wenn es den dann gibt. Hölzerner Bienenstock. So, ich werde die Bienensachen daher geben. Und eine Honigschleuder, die werde ich darüber geben. Denn das brauche ich. Somit brauche ich einmal Holz. Na, und somit muss ich leider Gottes, es ist nun mal so, wieder Holz machen. Ich brauche aber allerdings Platten. Schaut einmal. Zement einsetzen 10-mal. Dann haben wir 20. Ah, Zement. Was rede ich da? Metall. So, den Rest vom Metall. Leute. Ja, also es wird ein absolut grandioses Projekt noch werden. Das ist gerade mal die, ich glaube, 17. Folge, Leute. Und das ist logisch, dass es da dann noch nicht so wirklich fortschrittlich ist. Zement. Dann habe ich das einmal fertig. Also, jetzt ist die zweite Folge, in der es da um Bienen geht. Geil. Honig, also ich weiß es noch nicht, was der Honig bringt. Weil den kann man immer wieder verarbeiten. Das heißt, wenn eine Wabe fertig ist, also eine Wabe, ein Rähmchen, nö. Wenn ein Rähmchen nämlich fertig ist, dann kann man es dann sofort wieder reingeben. Schaut mal, da ist die. Jawohl, mega krass, Leute. Keine Ahnung. So, und da brauche ich nachher dann noch Holzplanken. Gut, das werde ich mir besorgen. Das stelle ich darunter, denn ich muss Holz machen. Ich muss wieder mal Holz machen. Und währenddessen erzähle ich euch eine Geschichte. Es war einmal vor langer Zeit. Nö. Also, ich mache jetzt da mal Holz und erzähle euch also Folgendes. Also, war ja in den letzten Tagen... Also, in den letzten Tagen, bevor diese Aufnahme, also in dem Zeitpunkt, als die Aufnahme jetzt entstanden ist, jetzt ist es ja schon später, ist da, war ich ja bei meinem Schwager, da habe ich ja gestreamt, das Ranch Simulator und auf jeden Fall ging da ordentlich was voran. Hier ist natürlich jetzt ein neuer Account. Ja. So ist das und ich fliege aktuell jetzt war ich schon, oder bin ich gerade dort, keine Ahnung, nach Deutschland zum lieben Arisorius. Ja, richtig mega krass und somit bin ich, ich bin erschlagen worden vom Baum. Das geht einmal gar nicht, Leute. Ja, es ist grauenhaft. Es ist grauenhaft. Es läuft ja auf meinem Kanal so einiges momentan, mittlerweile schon Rusty Lake Hotel, dann, ja eben Palia mittlerweile auch schon auf meinem Kanal, das ist das kostenlose Steam-Spiel von Singularity 6, einem neuen Spielemacher, Spielehersteller, unterstütze ich gerne. Die würde ich sogar gerne mit Geld unterstützen, wenn es ginge. Ja, also ich würde mal sagen, da läuft einiges auf meinem Kanal. Und was mich also auch verwundert, ist ja, dass es ganz gut auch mit dem Schnitt und das Ganze vorangeht, dass ich auch regelmäßig was hochladen kann. Das glaubt man gar nicht bei einem 40-Stunden-Job, den ich habe. Es ist so. Ich habe zwei Kinder. Ich habe eine Frau. Ich habe einen 40-Stunden-Job. Und lade regelmäßig Videos auf meinem Kanal. Und das ist schon mal wirklich Wahnsinn, klar. Und ich mache auch noch Musik, Leute, also in meiner Band, als Rocksänger. Also es geht ordentlich zu in meinem Leben und das finde ich cool, das mag ich. Ist aber recht stressig. Ja,
recht stressig, alles unter einen Hut zu bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel arbeiten bin, ja, also ich habe, wie erwähnt, einen 40-Wochenstunden-Job und wenn ich dann arbeiten bin, ja, ist es so, dass ich da jetzt einmal das nicht raufkriege? Warte mal ganz kurz. So. Schneide ich, also an Wochenenden schneide ich so vor fürs Wochenende und für die Woche drauf. Damit ich am Montag, Dienstag, also unter der Woche jetzt nicht so viel machen muss am PC, weil ich halt müde von der Arbeit bin und bla bla bla. Und Let's Play wird halt dann nur an Wochenenden, das ist klar, weil unter der Woche geht's halt nicht, ne? Das ist halt logisch. Und jetzt gerade aktuell, jetzt eh, glaube ich nicht mehr, habe ich Urlaub. Und was mache ich in meinem Urlaub? Streamen, Let's Playen, zum lieben Arisorius nach Deutschland fliegen. So geil. Also ich weiß schon in meinem Urlaub, was anzufangen mit mir. Es gibt viele Leute, die haben Urlaub und was soll ich machen? Mir ist langweilig. Nö, das ist bei mir nicht. Mir wird nie langweilig werden. Es ist so. Und das ist auch ganz toll. Also das ist wirklich... Ich kann zufrieden sein mit meinem Leben eigentlich so, wie es abläuft. Klar, ist stressig. Aber wichtig ist, das Allerwichtigste ist mir auf jeden Fall, dass ich meine Arbeit habe. Ich kriege regelmäßig mein Geld aufs Konto. Und was will man mehr? Und dann nebenbei noch die Hobbys dazu haben. Also das ist schon richtig krass. Das ist cool. Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich schon so auf den lieben Arisorius. Das ist so geil. Es ist, oder in dem Fall war es, hoffe ich, cool. Ich habe, man kann dieses Zukunft, diesen Zukunftskram, den mag ich irgendwie nicht. Da Let's Playst du gerade und dann, während du das aber Let's Playst und die Folge natürlich hochkommt, ist schon wieder ein ganz anderer Tag, logischerweise, weil ich ja vorproduziere. Und da kann man dann sagen, ist es jetzt cool geworden oder nicht? Kann man ja nicht, ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das beim Arisorius richtig geil wird, weil ich war ja schon mal bei ihm vor 2 Jahren. Wie lange ist das hier, Arisorius? 2 Jahre, oder? Jetzt auf jeden Fall schon einige Zeit. Und ja, war grandios. Also ich kann mich nicht beschweren. Und was ist Pflicht beim Arisorius? Fluch der Karibik. 1, 2 und 3 schauen. Doch logisch. Das ist Pflicht bei Arisorius. Ja, so ist das. Mit Arisorius zocke ich auch immer wieder. Jetzt halt keine Let's Plays mehr. Aber so, just fast for fun, just for fun, vielleicht manchmal streamen oder so, zukünftig halt dann. Ich gehe mal schlafen, Leute. Das ist wichtig. Ah, mein Kaffee, ich liebe ihn. Hast du Kaffee bei dir zu Hause, Arisorius? Ich hoffe schon. Ich bin kaffeesüchtig. So, ja. Es ist schon wieder dunkel. Boah, da wird schnell dunkel. Schlafen wir mal. Schon wieder die Hälfte von der Folge um. Es regnet schon wieder. Es regnet jedes Mal. Also ich liebe das Spiel. Wirklich super gemacht, Entwickler. Wahnsinn, top. Aber gewisse Sachen gehen gar nicht. Dieses andauernde Regnen, wenn es hin und wieder regnet, okay. Aber dieses andauernde Regnen ist scheiße. Dieses, dass man pro Account immer andere Ölvorkommensplätze hat, ist scheiße. In der letzten Folge, schaut mal, da ist ein Ölvorkommen, ja cool, und dann ist keins. Obwohl es in meinem Account bei meinem Schwager so war. Ich meine, was... What the hell? So, dann werden wir mal das verarbeiten. Ja, es muss Holz gemacht werden. Es wird auf jeden Fall richtig grandios, das Projekt noch. Das kann ich euch nämlich versprechen, weil ich weiß ja schon. Auch meine Pferdekoppel bauen. Zack. Scheiße, ich muss tanken.
Das mit den Schweinen muss ich auch machen, das ist wichtig. Aber das ist so stressig. Das mit den Schweinen ist so dermaßen stressig. Weil jedes Mal, wenn du die Tür, das Tor aufmachst, springen die raus. Die gehen immer weg. So. Gut. Auf jeden Fall einmal Holzbretter bauen. Holzhätter. Ja, das muss jetzt auch einmal passieren, denn ich brauche nämlich Holzplanken für meine Bienen. Und dann gehen wir schon auf Bienensuche, Leute, weil man muss ja natürlich auch die Bienen erstmal suchen. War für mich nicht natürlich, weil ich das nicht gewusst habe, bevor mir es der Matthias gesagt hat. Danke noch einmal, lieber Matthias. Es ist einfach der Wahnsinn. Ein Neuer in meiner Community. Wahnsinn. So. Mal ein bisschen Holzbretter machen. Alles machen, was geht. Und dann werde ich die Bienen einmal machen. Und dann werden wir schon mal Bienen suchen. Und dann werde ich schon alles organisieren für so Schweinchen. Aber das Problem ist, ich brauche ganz fix nämlich die Förderanlage für Öl. Na, da muss ich erst einmal einen Platz finden. Hoppala. So. Ja, also wurde gerade angerufen, aber das war jetzt nicht so wichtig. Also es ist ja schon schön, wenn man jetzt irgendwo hinfliegt oder sowas. Ich bin nicht der, der nach Ägypten... Hallo, lieber Schwager. Ich hoffe, es war schön. Nein, aber ich bin halt nicht so einer, der nach Ägypten fliegt oder nach Thailand oder irgendwo. Oder nach Griechenland. Hauptsächlich mache ich ja eigentlich normalerweise nur bei mir in Österreich irgendwo Urlaub. Also im eigenen Land. Gibt es ja viele Seen und so, wo man baden kann. Kein Thema. Aber nach Deutschland fliege ich gerne, eben wegen Aresorvius und auch der lieben Alexa. Zu euch komme ich, wie gesagt, im Stream schon erwähnt, im Herbst. Ich weiß jetzt nicht, ob September werden wird. Kann sein, weil ich ja meinen letzten Teil vom Urlaubsgeld Ende August bekomme. Bei uns ist es nämlich in der Arbeit so. Bei uns in der Firma ist es in der Arbeit so, dass ich... dass man sein Urlaubsgeld aufgeteilt bekommt. Jetzt nicht alles auf einmal, also das doppelte Gehalt, sondern aufgeteilt. Ne? Und da kommt dann Ende August die nächste Aufteilung. Das sind dann 600, 700 Euro circa. Ja. Und das wird wahrscheinlich dann Herbst werden, wo ich zu euch komme. Achso, ich brauche ein Holz. Leute. Das freut mich auch schon. Müsst ihr mir halt schreiben, wo ich landen soll mit dem Flieger. Also nicht ich, sondern der Pilot. Ich fliege mit dem Flugzeug. So. Achso, ich brauche... Ja, ich vergesse jedes Mal Holz nachzuschütten. Ja, jetzt. Oh. Weil beim Aresorius ist es so, da muss ich nach Köln-Bonn fliegen. Und bei euch, glaube ich, Düsseldorf, kann das sein, Alexa? Das wäre halt dann wirklich super, sonst wird es für mich ein bisschen teuer. Wenn ihr mich vielleicht vom Flughafen abholen könntet, das wäre wirklich toll. Ich verlange es natürlich nicht, um Gottes Willen, nö, erlaube ich mir doch nicht. Aber es wäre wirklich toll, würde mir zusagen... Wäre cool, also, ja, weil das kostet dann extra, dann muss ich wieder mit der DB fahren und das kostet dann wieder extra so viel für mich persönlich. Ja, jetzt kann ich ja wenigstens reisen, das hatte ich ja nie gekonnt. Wenn ich, als ich noch keinen Job hatte. Also ein Flug, ist jetzt nicht so sonderlich teuer, ja. Aber so ein Flug kostet ja, ne?
Und so um die 300 Euro Hin- und Rückflug zusammen sind es auch. Also darf man nicht vergessen. Ne? Da wackelt das Holz. Ein Wahnsinn. So, fertig. Leute! Zack. Bam. Und ich nehme da mal was. Und es geht los. Ich brauche hier Bretter. Und dann geht's schon auf die Bienensuche, Leute. Weil es ist so heiß. So, Wahnsinn. Sehr gut. Da haben wir das einmal. Na bitte. Jawohl. So, das kann ich abdrehen. Will ich abdrehen? Passt. Das kostet alles Strom. Strom? Nö, Benzin. Ja, das ist Strom natürlich auch. So, das öffne ich mal. Und Leute, jetzt machen wir Bienen. Und somit macht man das auf, diesen Bienenstock. Dann legt man diese Rähmchen rein. Da legt man die Rähmchen. Nicht jetzt. Da passiert noch nichts, ja, aber ich lege mal ein paar rein, die ich jetzt einmal nicht brauche. Es reicht, wenn ich jetzt einmal ein paar reinlege, ich glaube, genau, und die lege ich ins Auto rein und die werde ich dann befüllen. Jetzt kommt die Suche, Leute. Es ist aber so. Genau, dann lege ich die Rähmchen da ins Autochen, das ist ja kein Auto eher, das ist eher so ein Gefährt. Rähmchen rein. Es ist immer so doof, das aufeinander zu legen. Nö, ich werde doch mehrere Rähmchen mitnehmen. Ich werde alle mitnehmen, Leute. Ja, es sind doch nur 5. Und die werde ich alle bearbeiten. So bekomme ich auch ordentlich Honig. Zack. So. Dann, wichtig. Also die Rähmchen mitnehmen. Wenn man auf Bienensuche geht. Und dann den Smoker mitnehmen. Sonst stechen dich die Bienen, ja. So, und jetzt gehen wir mal. Also, auch wichtig, habe ich alles vom lieben Matthias gelernt. You are a cooler Typ. Außerhalb der Range. So. Jetzt suchen wir die Bienen. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Aua. Ich brauche Bienen. Es ist so scheiße, dass das nicht mehr geht. Da war ein Ölvorkommen, ich schwöre. Kann man das vielleicht jetzt, wo es nicht regnet, machen? Nö, das geht absolut nicht. Ja, traurig. Ich weiß nicht, wo die Bienen sind. Also das ist jetzt wahrscheinlich auch immer anders, dass die Bienen immer irgendwo anders sind. Ich rede schon wieder. Das ist der Wahnsinn. Aber es ist bei jedem Spiel so. Das kann man gar nicht so verurteilen. Es ist bei jedem einzelnen Spiel so, dass es irgendwo was immer gibt, wo man sagt, das geht gar nicht. Was soll der Scheiß? Es ist so. Nennt mir ein einziges Spiel, wo man sagt, da passt alles von vor bis hin. Nö, das gibt es nicht. Es ist einfach so. Ich suche Bienen. Da. Ich habe. So. Ich habe eine Biene gefunden. So. Dann nehme ich mal den Smoker. Den lege ich da unten hin, schalte ihn ein und dann werden die Bienen quasi betäubt. Dann nehme ich mein Rähmchen, halte E gedrückt, sammle, passt, Leute! Und jetzt sind die Bienen da oben. Ist das geil, oder?
So, den schalte ich mal aus. Den nehme ich wieder. So fängt man die Bienen, Leute. Und das war's auch schon. Mit dem Bienenstock. Bienenstock. Nö, das ist ja kein Bienenstock. Bienennest, genau. So, weiter. Nächste Bienen. Bienen. Diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene, Maya. Maya. Ach, Leute, ich bin doof. Ja, es ist bei mir so. Der Matthias hat mich auch schon kennengelernt. Er weiß auch schon, dass ich doof bin. Ja, ist so. So, schauen wir mal, dass wir auf Bienensuche gehen. Dann hätten wir schon mal eine Honigproduktion. Ja, ich weiß nicht. Also jetzt normalerweise ist ja die Early Access schon vorbei. Weil ich habe nämlich tatsächlich angefangen mit dem Let's Play. Da war es noch im Early Access. Aber da oben links lest sie jetzt. Version bla bla bla. Und am Anfang des Let's Plays, könnt ihr auch nachschauen, ist gestanden Early Access Version Punkt Bank bla bla bla. Also jetzt dürfte es mittlerweile vom Early Access draußen sein. Ja. Aua. Hat ja einige Zeit gedauert. 2021 erschien das Spiel. War 3 Jahre waren das. Also normalerweise, die meisten Spiele sind so 2, 3, vielleicht sogar 4 Jahre im Early Access. Und für die Leute, die halt jetzt nicht wissen, was Early Access ist, das erkläre ich halt. Early Access ist einfach die Version, die noch nicht ganz fertig ist. In der Early Access Phase hat man noch viel Zeit, das Spiel zu erweitern, weitere Sachen zu testen und so, ne? Ja, das ist halt Early Access. So, Leute! Ich will Bienen haben, ich will da jetzt nicht runterfahren. Gehen wir mal auf Bienensuche. So muss es... Ah, die Folge ist aus! Leute! Die Folge ist aus. Aus die Maus. Da, schaut mal. Ich habe wieder Biene. Dann... Ne, ist das eh nicht das Gleiche? Passt. Zack. Einschalten. Gute Nacht, die lieben Bienen. Dann fangen und ich habe die nächsten Bienen auf mein Rähmchen. Ist das krass? Ja, ich lege das da mal rauf. Das ist so blöd zum Rauflegen. So, und es geht weiter. Aber dann in der nächsten Folge. Ausschalten. Immer wichtig, bevor man die Bienenrähmchen angreift, wenn Bienen drauf sind, immer den Smoker einschalten. Dafür ist er ja da. Ihr Lieben, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Sei auch wieder dabei, wenn es weiter mit den Bienen geht und dann vielleicht finde ich auch ein Ölvorkommen. Dann geht's ans Öl. Das bringt viel Geld. Bis zum nächsten Mal. Game over. Ciao.